Hallo YouTube, heute gibt es mal wieder ein neues Video. Diesmal geht es nicht direkt um irgendwelche Smartphones oder Tablets, sondern es geht um eine Philips Insight M112 Kamera. Ich wollte mir eben mal so ein Spielzeug zulegen und jetzt gab es letztens bei Gravis einen schönen Ausverkauf und dann habe ich einfach mal für 70 Euro zugegriffen. Normalerweise kostet diese um die 100, 120 Euro. Das ist jetzt hier nur die Verpackung. Die eigentliche Kamera sieht so aus. Man sehen kann, die ist eigentlich auch ganz schick. Hat auch so einen Magnetfuß, wo man es hinstellen kann. In der Lieferausstattung ist auch prinzipiell noch eine Halterung, wo man das einfach an die Wand oder an die Decke montieren kann. Habe ich bisher jetzt aber nicht ausprobiert gehabt. Ansonsten ist halt so das obligatorische Kabel dabei, weil die Kamera hat keinen Akku oder sowas, sondern die braucht halt immer eine Stromversorgung. Ansonsten ist das Schöne, es ist ja keine normale Webcam, sondern es ist eine WLAN-Cam. Das heißt, man kann jetzt ins heimische Heimnetzwerk einbinden und theoretisch dann von überall drauf zugreifen. Ich sage ja bewusst theoretisch, weil ja, die Tücken liegen so im Detail. Aber dazu komme ich auf jeden Fall später nochmal. Was die Installation angeht, man sieht, da ist jetzt nicht viel, was man drücken kann. Da ist hinten der Stromstecker. Ansonsten war es das auch schon. Hier vorne sieht man zwei Löcher, eins davon ist das Mikrofon, das andere ist so ein LED-Licht, das sozusagen den Zustand angibt. Und im Prinzip die Installation ist eigentlich kinderleicht. Also man schließt das die Webcam irgendwo an, dass sie Strom hat. Und ja, dann lädt man sich entweder über den Apple Store oder über den Google Play Store gibt es eine Philips Insight App, die ist kostenlos, die kann man runterladen, damit kann man nämlich dieses Gerät ansteuern. Und wie gesagt, ich habe das sowohl mit iPhone 5S als auch mit Samsung Galaxy S4 gemacht, also da war kein großer Unterschied. Auf jeden Fall kann man über diese App die Kamera installieren. Das ist dann relativ simpel eigentlich, weil man kriegt dann so eine Art Installationsbildschirm und auf der wird so eine Art QR-Code angezeigt. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Und im Prinzip muss man da nichts anderes machen, als dieses Smartphone so davor halten. Und die Webcam, die blinkt dann irgendwie orange die ganze Zeit und sobald sie den QR-Code erkennt für die Installation, fängt sie dann an, in grün zu leuchten. Ja, ich meine, natürlich wählt man halt vorher seinen WLAN innerhalb dieser App aus, damit das die Kamera auch weiß, worauf sie drauf zugreifen soll. Aber ansonsten, das war eine Sache von keiner Minute. Also da hat das App runterladen noch am längsten gedauert. Und dann war das Gerät auch schon installiert. Ja, und danach kann man theoretisch, nachdem man sich auch einen Philips Insight Account gemacht hat, muss man sich auch registrieren, weil das alles bei Philips läuft, kann man dann halt auf seine Kamera zugreifen. Es gibt dann so einen schönen Überblick, das Bildschirm, den werde ich euch auch gleich nochmal zeigen. Wo man dann halt einfach seine verschiedenen Kameras auswählen kann. Also theoretisch kann man auch 10 Kameras quer durchs ganze Haus verteilen und könnte die dann immer benennen und dann auswählen halt über dieses Portal. Wie gesagt, ich habe es auf dem iPad gibt es diese App, auf Android-Tablets gibt es das, auf den normalen Smartphones. Was ansonsten da ganz interessant ist, also man kann einmal das normale Streaming sich anschauen, aber man kann auch noch eine Überwachungsfunktion einschalten. Also man kann einstellen, ab was für eine Bewegung die Kamera reagieren soll. Und dann werden da sozusagen so Fotos hochgeladen, wer da gerade rumläuft. Das ist vielleicht ganz nett, wenn man mal im Urlaub ist oder so. Ich habe selber bisher jetzt noch nicht ausprobiert, aber was ich auch so im Internet gelesen habe, das läuft alles mit sehr viel Verzögerung. Also wenn man damit irgendwie Einbrecher auf frischer Tat schnappen will, sollte das so nicht so gut funktionieren, weil das dann erst eine Stunde später in der Dropbox zum Beispiel landet. Naja, muss ich bei Gelegenheit mal ausprobieren, bisher habe ich es noch nicht gemacht. Vermutlich werde ich es auch nicht mehr machen, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, so einfach die Installation war, so schäbig war die Qualität. Also einmal das Bild, das erinnert an meine Handykamera vor 5 Jahren.
Ja, und gerade wenn die Lichtverhältnisse ein bisschen schlechter sind, also wie so als Babycam oder sowas nutzen oder in der Garage als Überwachungskamera, wird man nicht viel sehen. Also das ist echt, echt mies und gleichzeitig hat man dann auch muss man halt immer auf diese App zugreifen, diese Philips Insight App, und dort ist die Performance echt sau langsam. Also ich habe das jetzt auch getestet hier im Haus, also die Cam ist an meiner Fritzbox angebunden, mein Tablet oder mein Smartphone auch. Da ging das einigermaßen, da hat man zwar immer noch eine Verzögerung und so, aber das Bild ist halt echt immer noch schlecht. Zur Verteidigung der Kamera muss man sagen, der Ton ist relativ gut, aber das hilft einem halt auch nicht weiter, wenn man nichts sieht. Und ich habe es auch schon getestet also mit meinem mobilen Netzwerk zusammen, mit UMTS. Da habe ich halt auch eigentlich 14,4 Mbit und damit dauert das halt ewig. Das hat es allein 2 Minuten gedauert, bis ich überhaupt die Kamera aufrufen konnte und dann das halbwegs synchronisiert war. Und wenn dann doch mal ein Bild kam, dann war das eher zeitverzögert oder so. Dann werden sie halt so nachgeladen, also dann ist die Bewegung ganz schnell oder so oder ganz langsam. Also das hat definitiv keinen Spaß gemacht. Also wenn man sich dann überlegt, ich bin irgendwo im Ausland unterwegs und möchte dann mal spontan mir hier die Kamera anschauen. Also naja, ich glaube, das wird nicht so ganz funktionieren. Ja, wie gesagt, hübsch ist sie ja. Gut anhören tut sie sich auch, aber das Bild ist halt echt miserabel. Und das Schlimme ist halt echt diese Philips-Software halt für die Apps, die geht gar nicht. Also das, was ich jetzt schon bei dem einen oder anderen Portal gesehen habe, da hat man sich halt öfters darüber beschwert gehabt und das ist auch kein neues Thema. Aber Philips hat es wohl anscheinend nicht so für nötig gehalten, das da was zu ändern. Also insofern werde ich diese Kamera wohl auch gleich morgen wieder zurückschicken. Also wenn ihr auf der Suche seid nach sowas, die Philips Insight M112, die könnt ihr, glaube ich, getrost auslassen. Und ja, ich werde auf jeden Fall auch weiterhin auf der Suche sein nach einem interessanten WLAN-Webcam-Gerät und ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und insofern, ja, schön, dass ihr reingeschaut habt und würde mich freuen, wenn ihr demnächst auch mal wieder vorbeischaut. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr auf den Abonnieren-Button klicken. Ansonsten bis demnächst. Ciao.